Beschäftigen wir uns zunächst mit der Aufteilung Deutschlands. Es gibt die Bundesrepublik Deutschland, die Sowjetzone mit dem umschlossenen und geteilten Berlin, die unter polnischer Verwaltung stehenden ehemaligen deutschen Ostgebiete jenseits von Oder und Neiße und den unter sowjetischer Verwaltung stehenden nördlichen Teil von Ostpreußen. Das sind die Gebiete, in die das Deutschland in den Grenzen von 1937 aufgeteilt ist. Was wissen darüber unsere Gymnasiasten? Meine erste Frage lautete: In welche politischen Gebiete zerfällt Deutschland heute? In zwei Teile, in die DDR und in die Bundesrepublik. In drei Teile, in Bundesrepublik, Preußen und die Bundesrepublik, die DDR, Berlin und die polnisch verwalteten Gebiete und Preußen. Also erstens in die Bundesrepublik und zweitens in die DDR. Und? Ja, Sie bitte. Das Deutschland von 1937 zerfällt heute in Westdeutschland, also die Bundesrepublik, in die sogenannte Deutsche Demokratische Republik, in Teile von Polen und Teile von Österreich, Teile von Russland. Ja. Welche Teile hat Polen und welche Teile hat Russland? Polen hat die östlichen Gebiete. Dann hatten wir die Gebiete ab Königsberg an die Sowjetunion. Können Sie das mal näher definieren mit ab Königsberg? Wer von Ihnen kann mir genau sagen, unter welche Staaten die ehemaligen deutschen Ostgebiete verwaltungsmäßig aufgeteilt wurden? Bitte. Der nördliche Teil von Ostpreußen wurde unter sowjetische Verwaltung, der südliche Teil unter polnische Verwaltung gestellt. Nur einer von 10 Gymnasiasten kann eine Auskunft geben. Das entspricht dem durchschnittlichen Ergebnis aller Gymnasien, die ich besuchte. Für die meisten Schüler existieren die ehemaligen deutschen Ostgebiete gar nicht. Schließlich verloren wir sie durch einen Krieg, den Hitler begonnen hat.